Endlich sind wir da. Ey, da ist Yoshi. Was? Aber ich darf nicht auf ihn draufspringen, ne? Ich meine, gut, ich darf schon auf ihn draufspringen, aber ich darf nicht mit ihm rumlaufen. Ah, sorry, Mario. Ich kann nicht weiterfliegen. Bowser's Starship ist viel zu weit für mich. Bitte mach's mir ein Cape. Viel Glück. Okay, hinterlass mir ein Cape und ich muss ja auf eigene Faust weiter. Boah, und das sieht voll cool aus, ne? Über Sterne und die Dinger. Und ich wurde aufgehalten und sterbe. Gut, das darf nicht passieren. Oh, ist das Boden? Oder ist das Deko? Ich weiß es nicht. Ne, ist das Deko. Also Deko im Sinne von Hintergrund. Okay. Ich darf die nicht berühren. Außer natürlich draufspringen. Draufspringen ist sogar gut, weil ich dann so ein bisschen Boost bekomme. Boah, nein! Wieso hat der da ein Safe-Set gemacht? Oh, fuck. Alles wieder, also nicht alles von vorne, aber ein Großteil wieder von vorne, weil ich jetzt natürlich immer... Ich war schon drauf, es ist so schlecht, ne? Kann ich das irgendwie versuchen zu retten? Boah, ich kann das natürlich nicht mehr retten, ne? Doch, ich kann es noch retten. Boah, das war jetzt gerade echt scheiße. Okay, jetzt haben wir irgendwie Boden. Das Ding ist noch... Dinger. Okay, ich muss hier auch weiter... Ne, ich muss nicht weiterfliegen, aber... Es bietet sich an, hier weiter zu fliegen. Oh Mann, jetzt geht's ja aber los. Ich will aber ehrlich gesagt mal das Cape behalten. Weil ich glaube, das wird mir noch sehr nützlich kommen. Hier gibt's eine Feuerblume. Ich nehme die mal, weil wenn ich die verliere, ist nicht so kritisch. So. Koopas lungern hier rum. Das geht, meine Freunde. Wow, perfekt gelandet. Okay, hier dann. Und schnell weiter. Gut. Röhre. Rein da. Und mit dem Pi-Ballon durch die Gegend. Jetzt muss ich mich hier möglichst gut beeilen. Ist da ein neues Ding drin? Ja. Der darf mich nicht erwischen. Wow, aber ich krieg ganz schön schnell wieder neu. Ich meine, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Eigentlich. Okay, runter kann ich nur langsam. Gib mir ein neues. So, weiter. Oh, das dauert ewig. Da kann man noch spulen. So. Okay, das war ganz schön knapp. Okay, und da rein. Oh nein, der schmeißt mit Footballs, oder? Oh, Footballregen. Okay, schnell töten. Oh nein. Okay, egal. Schnell durch. Oh, seht ihr, kriege ich gleich ein neues Cape. Boah. Oh Mann. Mein lieber Mann, das ist ja richtig schwierig. Boah, was sie hier verlangen, ne? Aber ich krieg das irgendwie auch hin, gerade. Das ist schön. So. Eine Vollblume, ich lehne sie dankend ab. Und... Oh, scheiße. Schnell her damit. So. Schade, dass man nicht noch ein Item nehmen kann. In den Ersatzdingens. Sonst hätte ich die Vollblume natürlich genommen und... Hätte jetzt noch einen, aber was soll's. Ich kann auch hier oben dran hängen, aber wenn ich jetzt einmal kurz die Oben-Taste loslasse, rutsche ich hier runter und kann da nicht mehr hochklettern. Das ist auch mal ein interessanter... Oh, der letzte Typ, ne? Der fickt mich noch. Und das Ding fickt mich jetzt auch noch. Ah, nein. Okay, jetzt schnell drehen, drehen. Wieso ich drehe? Wenn ich drehe, dann darf ich nicht getroffen werden. Das ist gegen die Regeln. Ja. Attention. Okay, die Sprung-Engines sind hier anders. Achso, okay, irgendjemand hat gesagt, ja, hier ist alles anders. Nee, Sprung-Engines sind anders, obwohl man jetzt schwimmt. Und wir werden das Pilzkorn gleich zerstören. Nö. Nicht so. Nicht so. Ich muss behalten. Okay, wisst ihr was? Da habe ich halt keinen Cape. Auch cool. Capes ist eh nur was für Weicheier, habe ich gehört. Oh nö, wie da einer rauskommt und mich instant erwischt, ne? Obwohl ich nicht mal weiß, was da abgeht. So, weil ich nur in die Mitte rein will. Oh nein, ich hätte einen Cape gebraucht. Ich
bin so aufgeschmissen. Es gibt einen Pilz, das rettet mich jetzt auch nicht. Oh, guck mal, der Pilz ist auch schon weg. Mr. Football Man, ich töte den mal lieber ganz, bevor der mir noch irgendwie nochmal in die Quere kommt. Hm. Boah. Ach du Scheiße. So. Feuer kommt hier noch überall hin. Obwohl es noch nicht mal Feuer ist, theoretisch schon einfach nur ein dicker Laser. Oh nein. Oh Mann. Oh Mann. Oh, oh Scheiße, ich überlebe das ja. Geil. Okay, weiter hier. Im Text. Den töte ich mal lieber so. Und da schmeiße ich dagegen, um es auszugleichen und dann sterbe ich an Stacheln. Ich dachte, ich bin so gut und da passiert mir sowas. Oh Mann. Das ist wirklich schwierig. Aber auf eine coole Art schwierig, dass man, weil man das... Weil es nicht übertrieben ist. Und... Boah, okay, aber solche Fallen sind natürlich doch nicht mehr so schön. Genau, wenn man da zweimal drauf reinfällt und noch ein Safe State da macht. Obwohl man genau weiß, man stirbt da. Aber das ist dann auch die eigene Naivität. Das Blöde nur ist, ich verliere meinen Power-Up immer so schnell. Ich kriege hier so schnell nicht nochmal einen Cape zusammen. Wow, ich lasse sie einfach durchgehen. Ach, ich muss da oben rein. Wie mache ich das denn? Ne, ich springe auf den drauf und dann habe ich Eis, oder? Ist es eisig? Habe ich, glaube ich, gesehen. Ja, es ist eisig. Achso, ich bin auf der Plattform. Ich dachte, ich würde da irgendwo unten landen. Oh Mann, wie der Safe Set schon instant tot ist, ne? Nein, nicht springen. So macht man das. Und Raum geschafft, ja. Stacheln. Ein paar von den Fallen auch. Okay. Kann ich, glaube ich, mit leben momentan. Hier ein Pilz. Mahlzeit. Muss ich da rein? Ich gehe einfach jetzt weiter. Nö, hier sind ja mehrere Röhren. Ich muss anscheinend nicht rein. Oh, das wird nicht leicht. Warte, ich muss einen kleinen Sprung machen, damit ich den B-Knopf gedrückt halte. Für einen besseren Sprung. Da einer? Ja. Gut. Das lässt sich alles noch machen. Ach du Scheiße. Oh, und dann fällt da ein Stachel auf mich. Ich bin... Boah, okay, das wird schwierig. Nein. Also ohne Safe State wäre es natürlich unverschämt wie sonst was. Aber so geht das eigentlich noch. Eine so gesehen noch einfache Kaizo-Aufwärmübung aus Level 1 und 2 vielleicht. Nur frage ich mich, wie lang dieses Ding ist. Ich meine, ich sitze hier schon seit 100 Jahren drin. Und es kommt ein Raum nach dem anderen einfach. So. Ich bin mal wieder klein. Wie immer eigentlich fast. Was ist das? Ach, das sind Wasserdinger. Oh, die sind wie bei Mario Land 2. Schmeiß das lieber mal weg, weil dann kann ich hier besser schwimmen. Hier kriege ich sowieso neue Panzer. Kann ich die auch töten? Nö, es geht einfach durch ihn durch. Das seht ihr gar nicht. Okay, jetzt bin ich auch ganz unter Wasser. Hä? Ich habe gar nicht auf Safe State gedrückt. Scheiß Gamepad, ganz ehrlich. Oh. Nein, oh, dann laufe ich nicht. Ah, Mann. Okay, Raum von vorne. Ich meine, es ist ja... Ach, fick das Spiel doch. Fische und das Ding. Und das Ding. Und rewind mal wieder so weit, dass man die einfach von vorne machen muss. Das ist immer sehr ärgerlich. Oh Mann, man kann echt nirgendwo durchschwimmen. Man wird von Gegnern getroffen, die man so gar nicht erst sieht. Ja, der trifft mich auch. Das hier hingegen ist ja auch recht einfach. Oh, wie mache ich das denn? Alles klar, das Ding verschwindet. Nein, so nehme ich, ja.
Ein neuer Pilz. Finn. Ne, was steht da? Da steht irgendwas. Finale. Scheiße. Finale. Steht echt Finale. Oh, es ist Bowser höchstpersönlich. Wie besiege ich ihn? Ich nehme Bomben und werfe ihn auf ihn. Okay, er funktioniert eigentlich wie ein Mauser. Also, kennt ihr Mauser? Der Typ aus Super Mario Bros. 2, der auch sehr oft als Custom Boss gebaut wurde. Und das ist im Prinzip Bowser jetzt. Ich frage mich nur, wie viele Treffer der einstecken muss. Er hat jetzt 3 Stück. Ich vermute mal 5. 5 ist nämlich auch so eine schöne Bosszahl immer. 3 oder 5 meistens. Nö, er braucht mehr als 5. 6. Klar, super Zahl. Oder ich habe mich verrechnet. Bowser wurde besiegt, schon wieder. Jetzt, wo man die Kontrolle oder das Kommando bekommen hat über Bowser Starship und die Feuerpower, ist Mario in der Lage gewesen, die Invasion in 5. Was? Nochmal. To scatter. The entire invasion. Also das Ding in 5 Teile aufzuteilen, wie ich es jetzt verstanden habe. Um jemand, um zu verhindern, dass jemand das Zeug, also diese Second Reality Kacke da zusammenbaut, hat Mario Bowser's Starship in die Second Reality hingeschickt und den Power Switch weggemacht, also entfernt, um wieder hinzugelangen. Okay, cool. Oh man, so viel Text. Ja, während Mario irgendwie zum Pilzkönigreich zurückgeht, hat er die Energie, die Sandwich kaputt gemacht, keine Ahnung, deaktiviert, ja. So, und als Mario mit der Aufgabe dann fertig war, die Second Reality zuzumachen, hat er sich entschieden, den Rest des Schiffes intakt zu setzen. Naja, okay, es hat nämlich eine echt mega fette Feuerpower. Natürlich hat Bowser nicht aufgehört. Er wird ununterbrochen oder unberechenbar wieder zurückkommen. Und aber für jetzt ist das Pilzkönigreich sicher und wird kontrolliert. Ne, es ist selber kontrolliert. Eine defensive Waffe. Bowser wird sich nun zweimal überlegen oder dreimal, bevor er ein anderes Schema benutzt. Nochmal. The End. Okay, wir schicken das Ding weg. Oh, Credits von FPI. Basiert auf Super Mario World von Nintendo. Von FPI. FPI. Graphics von irgendwelchen Nicht-FPIs und doch FPI. Okay, Custom Blocks. Ja, hier stehen im Prinzip die ganzen Credits. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich hier jetzt so ein bisschen vorspule. Hier, diese ganzen Nintendo-Leute sind das hier, glaube ich. Ja, würde ich mal sagen. Beta-Tester. Special Thanks. Cool. Was stand da? Marios Fotoalbum. Oh, cool. Yeah, Goombas und Bouncing. Okay, das ist wie bei Mario World. Ey, das ist cool. Mario hat echt noch Fotos von jedem Gegner gemacht. Davon habe ich ja gar nichts mitbekommen. Okay, das sind diese ganzen Leute. Okay, okay. Ich meine, wir kennen sie ja, ne? Ist ja nichts Neues. Lucky 2, Fishing Lucky 2 und so weiter und so fort. Ach, das sind ja wunderschöne Fotos von den bösen Leuten, die... Vor allem Mario macht Fotos und danach tötet er die ja, wie ich es jetzt mal verstehe, oder? Mega Mole, Big Boo, Shrimp und Thrump und alle Leute hier. Ach ja, die Bosse, Ludwig von Cooper und seine Crew. Second Reality. Okay. Im Prinzip viele von denen kennen wir eigentlich schon. Banzai Billy. Ja, und Bowser natürlich auch. Thanks for playing. And now let's find all secret exits. Oder all the exits. Nur was Blödes. Naja. Ah ne, davon zurück. Ah, sehr gut. Man muss das Spiel nicht neu starten. Gut, wir haben 89 Exits. Hat das Spiel, wie viel hatten das? Ich habe gar keine Ahnung. Auf jeden Fall bleibt mir eigentlich momentan nichts mehr übrig, außer diese Bonus-Level zu machen. Wir fangen bei Welt 1 an. Hier, nur, ich weiß nicht, ob die alle Secret Exits haben. Wir werden mal gucken. Ich glaube ja schon. Ich meine, die sind ja rot, ne? Also fangen wir mit Green Hill Zone.